Und gibt es irgendwas Neues dieses Jahr, was ihr auf der Messe präsentiert? Ja, ganz viel. Komm mal mit, ich zeig dir das. Komplett Neuigkeiten, das ist auch eine Deutschland-Premiere aktuell, sind die FX1-Modelle. Wir haben jetzt ein System, was ein Akku hat. Es gibt jetzt nur noch eine Batterie, ein Ständer und die wird geladen. Und mit dieser Batterie betreibst du, man sollte den Pfeil nach oben legen, betreibst du die Maschine, wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock, ich will mit der nächsten weiterschneiden, dann gehst du gerade in die nächste rein und schneidest mit der nächsten. Also das ist das komplett neue System, was jetzt rauskommt. Komplett neue Blades auch. Man sieht es jetzt zum Beispiel hier an der großen. Es sind gezackte Linien jetzt da jetzt für den Laien. Das macht einfach, was die Haare besser reinsliden und auch wieder besser rauskommen, also für einen besseren Durchgang. Die ist von innen graviert. Und diese Gravur erschafft quasi ein Ölreservoir oder eine Ölkammer. Somit bleibt das Öl immer in der Klinge und kühlt und bleibt drinnen. Und das ist also komplett eine Neuheit auf dem ganzen Markt. Weiterhin gibt es natürlich die bekannten Optionen, jetzt sage ich mal, hier zu cleanen. Dann geht es weiter. Neuer Folienrasierer ist raus. Einfach mit einem Griff. Okay, magnetische Kappe, das heißt, du knappst sie drauf, ist mega entspannt. Auch da die gleiche Batterie, schnappst du rein. Hast einen Folienrasierer, was da auch geil ist, du hast hier hinten nochmal einen Knopf, dann kannst du den entweder starr oder beweglich haben. Das ist sexy. Für die Glatze und im unteren Bereich hast du nochmal so ein bisschen Bewegung mit dabei und wenn du jetzt, sag ich mal, die Fades machst, machst du den wieder hart. Hast du die Maschinen schon im Laden? Die gibt's noch gar nicht. Wie gesagt, das ist absolute Deutschland-Premiere gerade, was wir die zur Schau stellen und auch, sag ich mal, hier benutzen dürfen. Die kommen jetzt Ende Mai, Anfang Juni raus. Das, was aktuell auf dem Markt gibt, sind gerade UV-Shaver. Die desinfizieren mit Schließen der Klappe, desinfizieren die mit ultraviolettem Licht komplett die Blades und das ist auch schon mal eine Innovation. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn du die im Laden hast? Nämlich dann würde ich dir alle Batterien klauen. Ciao.